Freund. Erstmal müssen wir reden, was sind eigentlich die Argumente dieser Reichsbürger? Glücklicherweise haben wir in unseren Reihen einen Juristen, Ralf Neugebauer, der sich dem Thema intensiv angenommen hat und uns seine Erkenntnisse heute Abend vorstellen wird. Ralf. Ja, vielen Dank für die nette Vorstellung. In der Tat, als ich vor etwa einem Jahr freiwillig gemeldet worden bin, um diesen Vortrag zu halten, war das Thema Reichsbürger noch so mehr ein Randthema. Es ist halt immer mehr in den Fokus gerückt. Wer heute das Internet verfolgt hat, hat gesehen, dass heute das Königreich Deutschland zwangsgeräumt worden ist. Auch das hat alles was mit der Reichsbürgerszene zu tun. Warum kann ich oder warum meine ich, dass ich dazu überhaupt etwas sagen kann? Und was kann ich dazu sagen? Damit würde ich gern vielleicht mal anfangen. Ich bin von Beruf Jurist, bin Richter und glücklicherweise in einem Bereich der Justiz tätig, bei dem ich nicht unmittelbaren Kontakt mit Reichsbürgern habe, also in die abseitiger liegenden Rechtsgebiete, in denen ich mich rumtreibe, haben die sich bislang noch nicht vorgewagt. Bin aber auch viele Jahre Amtsrichter gewesen und habe da sicherlich eher Kontakt mit sowas gehabt. Was mich als Juristen an diesem ganzen Kram interessiert ist, hallo? Ja. Was mich als Jurist an diesem Ganzen interessiert, vor allen Dingen, wie da argumentiert wird und welche Vorstellungen dem zugrunde liegen. Ich muss mal eben gucken, irgendwie hat das hier Mikrofon hier ein bisschen Aussetzer. Gut. Da ich Richter bin, mache ich einen kurzen Disclaimer vorneweg. Alles, was ich hier sage, ist meine persönliche Meinung. Es deckt sich allenfalls rein zufällig mit der Meinung unseres Justizministers, der Justiz im Allgemeinen oder auch meiner Gerichtspräsidentin. Das wäre allenfalls Zufall. Ich gebe hier meine Meinung wieder. Es ist auch nicht die Meinung der GWOP, bei der ich im Vorstand bin, sondern meine. Was kann ich in diesem Vortrag vermitteln und was kann ich nicht vermitteln? Also ich habe mal überlegt, es hat über Reichsbürger ist halt schon sehr viel geschrieben worden. Ich gebe am Ende des Vortrags auch noch so ein paar Tipps, wo man sich noch weiter informieren kann. Auch über die Bereiche, zu denen ich hier vielleicht nichts sagen kann. Ich kann etwas sagen über die Vorstellungen, die Reichsbürger haben und wie man diese Vorstellungen rechtlich bewerten kann. Ich werde mich nicht mit Fragen beschäftigen, wie kommt das eigentlich, dass Leute sowas glauben? Das ist ja durchaus eine interessante Frage, also wie kommt man auf die Idee, wenn wir uns hier damit beschäftigen, was die so glauben, dann ist das durchaus eine kleine Reise durchs wilde Absurdistan und das wirft durchaus die Frage auf, wie kommt man da drauf? Ich kann auch wenig dazu sagen, wie man auf diese Reichsbürgerfragen reagieren soll. Da gibt es viele Ratgeber. Ich habe da keine Expertise. Meine Expertise ist die des Juristen und auf die möchte ich mich dann auch beschränken. Vor allem, das möchte ich allerdings sagen, ist das keine Argumentationshilfe für den Umgang mit Reichsbürgern, denn mit Reichsbürgern zu diskutieren ist wenig fruchtbar. Das ist bei allen Verschwörungstheoretikern so und bei Reichsbürgern halt auch, die sind im Zweifel faktenresistent. Also dürfte sich Argumentation nicht anbieten. Also wenden wir uns der Frage zu, was denken die sich eigentlich?
Und da habe ich mal diese Perle, auf, die jemand auf Twitter gepostet hat, gefunden. Da steht 80.000 Euro Finderlohn. Und ich kann jetzt schon mal sagen, die können wir uns relativ schnell verdienen. Frage Punkt 1, 10.000 Euro bezahlten diejenigen, die das ausgelobt haben, der Person, die uns eine rechtsgültige staatliche Verfassung der Bundesrepublik Deutschland in Anführungszeichen vorlegt. Kann ich machen, kein Problem, steht drauf, Grundgesetz ist eine rechtsgültige Verfassung, aber kommen wir gleich noch zu. Punkt 2, die gehen also offensichtlich davon aus, dass wir keine Verfassung haben. Zweiter Punkt ist, sie möchten die Staatsgründungsurkunde der BRD vorgelegt bekommen und wollen wissen, was das für eine Rechtsform ist. Haben die also offensichtlich Zweifel daran, dass der Staat Bundesrepublik Deutschland gegründet worden ist. Und dann wollen sie die tatsächlichen derzeit gültigen Rechtsgrundlagen für Steuerzahlungen aller Art wissen. Da kommen wir nachher noch drauf, das ist bei Reichsbürgern ganz besonders wichtig, weil Steuern wollen die nicht zahlen. Kann ich verstehen, weil wer möchte schon Steuern zahlen? Ich möchte das auch nicht. Ich kann an der Stelle sagen, sehr erfolgreich ist das, ist die Argumentation mit, ich zahle keine Steuern, weil es keine, keine rechtmäßigen Steuergesetze gibt, nicht. Das interessiert das Finanzamt nicht, die Buhne. Ja, und dann wollen wir auch noch den Friedensvertrag für Deutschland vorgelegt bekommen oder nachweislich darlegen. So, gucken wir uns das mal an, was das heißt, so was die Grundannahmen sind. Grundannahme ist, wir leben noch im Deutschen Reich. Zweite Grundannahme, dieses Deutsche Reich kann aber nicht handeln, weil die Reichsorgane irgendwann spätestens am 8. Mai 1945 vorübergehend ihre Tätigkeit eingestellt haben. Und deswegen sind wir besetzt. Das war am 8. Mai 1945 sicherlich zutreffend. Und unterliegen einem Besatzungsregime. Ob das so ist, werden wir uns noch angucken. Und außerdem, sehr interessant, diejenigen, die vorher vertreten haben, dass die Bundesrepublik Deutschland überhaupt nie gegründet worden ist und überhaupt kein Staat ist, sondern irgendein Konstrukt, was genau weiß man nicht so genau, die sagen aber, ja, und außerdem haben die Besatzungsmächte bei den Verhandlungen über den 2+4-Vertrag die Bundesrepublik Deutschland wieder aufgelöst, und zwar aus Versehen. Das wollten die vielleicht nicht, aber die haben aus Versehen so eine Erklärung abgegeben und damit war die Bundesrepublik Deutschland dann aufgelöst. Und spätestens jetzt leben wir also wieder im Deutschen Reich. Dann gibt es noch so ein bisschen Abweichungen davon. Es gibt die sogenannten Privatrechtler. Die sind nicht so auf das Deutsche Reich, sondern die gibt es auch in anderen Ländern. Da heißen die Free Man on the Land oder so. Die gehen mehr davon aus, dass wir eigentlich irgendwie versklavt, dass man nicht automatisch Staatsangehöriger ist und deswegen auch nicht automatisch zum Beispiel Gesetze beachten muss, sondern dass man sich zivilrechtlich dem Staat unterwerfen muss. Und diesen Unterwerfungsvertrag, mit dem man versklavt wird, den schließen eure Eltern, kommen wir noch drauf, darüber, dass sie eure Geburtsurkunde unterschreiben. Tun sie nicht, aber das ist so. Und damit übereignen die euch dem Staat und diese Übereignung kann man kündigen. So. Wie genau man die kündigen kann, ist ein Geheimnis, aber das geht jedenfalls. Da gibt es unterschiedliche Ratschläge. So, ist die Bundesrepublik Deutschland also ein Staat? Das ist doch erstmal die erste Frage, die wir klären müssen. So, und wenn wir jetzt in der Feuerzangenbowle wären, würde ich sagen, fangen wir mit der einfachen Frage an, was ist denn ein Staat? Ja? Ein Staat gibt es traditionelle Staatsrechtslehre, sagt, es gibt drei Elemente, die ein Staat braucht. Wir brauchen zunächst mal ein Staatsgebiet. Das ist eine irgendwo zusammenhängende Fläche der Erdoberfläche, auf der
die Rechtsnormen des Staates, von dem wir reden, gelten sollen. Dann brauchen wir ein Staatsvolk. Das wird oft missverstanden. Das hat nichts mit Blut und Ehre und so Völkischem zu tun. Ich glaube, ich sollte mal das andere Mikrofon nehmen. Und Völkischem zu tun, sondern da geht es darum, das sind einfach die Leute, die sich auf dem Staatsgebiet aufhalten und dort eine Art Schicksalsgemeinschaft bilden. Und dann brauchen wir als Wichtigstes noch, als die dritte Säule, die Staatsgewalt. Das heißt, es muss irgendjemand auf diesem Staatsgebiet über das Staatsvolk hoheitliche Gewalt ausüben. Wenn man diese drei Elemente hat, dann hat man einen Staat. Es ist natürlich, Ben Goldratzer sagt immer, it's more complicated than that. Natürlich ist es etwas komplizierter, denn es gibt auch Dinge, die kein Staat sind, aber trotzdem Anhaltspunkte für diese drei Elemente haben. Einfaches Beispiel dafür ist die Europäische Union. Die Europäische Union ist jedenfalls nach ihrem eigenen Selbstverständnis. Ich glaube, wir machen das mal so. Das ist einfacher. Die Europäische Union hat ein Staatsgebiet, in Anführungszeichen, das ist nämlich das identisch mit dem Gebiet der Mitgliedstaaten. Da leben auch Leute, die bilden eine Schicksalsgemeinschaft, aus der unsere britischen Freunde jetzt zwar aussteigen wollen, aber im Wesentlichen haben wir da auch ein Staatsvolk. Und wir haben auch ein bisschen Staatsgewalt. Da gibt es eine Europäische Kommission, es gibt als Exekutive, es gibt ein Europäisches Parlament und den Europäischen Rat, die Gesetze machen für die Europäische Union. Und trotzdem reicht das nicht, um zu sagen, das ist ein Staat, weil insbesondere die Staatsgewalt noch nicht weit genug ausgeprägt ist. Das heißt, da gibt es eben nicht nur Schwarz und Weiß, sondern es gibt auch Grau. Aber im Grundsatz brauche ich nur diese drei Sachen. Interessant ist vor allen Dingen, was ich nicht brauche. Ich brauche nämlich nicht einen förmlichen Gründungsakt. So ein Staat kann auch einfach mal plötzlich so entstehen. Ja? Kaum dreht man sich um, hat man einen Staat. Ich brauche keinen förmlichen Gründungsakt. Das kann sich auch entwickeln. Also es kann etwas, was jetzt noch kein Staat ist, irgendwann mal zum Staat werden. Beispiel wieder die Europäische Union. Ob die irgendwann mal den Sprung vom Staatenbund zum Bundesstaat schafft, weiß man halt nicht. Und ich brauche auch keine geschriebene Verfassung. Ich brauche, um es ganz konkret zu sagen, im Prinzip nichts Formelles, sondern nur etwas Tatsächliches. Ich brauche drei tatsächliche Elemente und dann habe ich einen Staat. Dann stellt sich natürlich die Frage, was kann ich damit anfangen, wenn ich ein Staat bin? Das ist ja alles schön. Ne? Was kann ich machen? Eigentlich macht das nur Spaß, Staat zu sein, wenn auch andere Staaten sagen, jo, du bist Staat, du darfst mit in den Sandkasten und wir spielen zusammen. Dafür ist das besonders interessant. Es ist aber keine Voraussetzung dafür, Staat zu sein. Auch ein Staat, den keiner als Staat anerkennt, kann Staat sein. Muss nur die drei Elemente haben. Aber praktisch ist es wichtig, dass auch andere Staaten anerkennen, dass man ein Staat ist, weil ansonsten nützt es einem nichts. Ja? Wenn alle anderen sagen, du bist kein Staat, ja, dann darf man eben nicht mitspielen und kann mit anderen Staaten keine Verträge schließen. So, diese Erkenntnis wenden wir jetzt mal auf die Bundesrepublik Deutschland an und versuchen die Frage zu beantworten, ist die Bundesrepublik Deutschland ein Staat? Die hat ein Staatsgebiet, das habe ich da auf der Seite auch mal dargestellt. Die hat ein Staatsvolk, wenn ich mich hier umgucke, da sind eine ganze Menge Leute, die auch zu diesem Staatsvolk gehören. Und Staatsgewalt wird hier auch ausgeübt. Ja, es gibt einen Gesetzgeber, es gibt eine Polizei, es gibt Gerichte, also haben wir alle drei Elemente da. Also ist die Bundesrepublik Deutschland ein Staat.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Damit ist dieser Vortrag quasi beendet, denn damit ist die Reichsbürgerthese, die Bundesrepublik Deutschland sei kein Staat, widerlegt. Jetzt höre ich aber, ja, das hat der Xavier Naidoo ja auch nicht gemeint, als er gesagt hat, die Bundesrepublik Deutschland ist kein richtiger Staat, sondern der hat gesagt, die ist kein souveräner Staat. Ja, also ja, das ist vielleicht ein Staat, aber der ist nicht souverän. Da ist Xavier Naidoo übrigens nicht der Einzige, der dieser Auffassung ist und die Reichsbürger auch nicht. Tatsächlich hat der Bundesfinanzminister Schäuble schon mal bei einem Vortrag in Frankfurt vor irgendwelchen Bankern erklärt, also die wörtliche Aussage war, seit dem 8. Mai 1945 ist die Bundesrepublik Deutschland niemals wirklich souverän gewesen. So, und das ist eine starke Aussage. Das Problem ist, der Herr Schäuble hat das wahrscheinlich nicht im staatsrechtlichen Sinne gemeint, sondern in dem Sinn, auf den ich gleich noch zu sprechen komme. Was ist ein souveräner Staat? Da unterscheidet man zwischen äußerer Souveränität und innerer Souveränität. Äußere Souveränität hat ein Staat, wenn er seine Entscheidung unabhängig von anderen Staaten treffen kann. Und innere Souveränität hat er, wenn er seine eigenen Belange selbstbestimmt regeln kann. So, da wird es jetzt schon komplizierter mit der Bundesrepublik, um das mal so zu sagen. Denn diese Souveränität ist wieder nicht nur schwarz und weiß. Man ist nicht nur entweder souverän oder man ist nicht souverän, sondern da gibt es Graustufen, über die man nachdenken kann und nachdenken muss. So, Graustufen, denn Staaten existieren nicht in einem luftleeren Raum. Das ist das Problem. Wenn man so Staat ist, hat man meistens Grenzen und an diesen Grenzen sind so lästige andere Staaten. Mit denen muss man ja irgendwie zusammenkommen und sich irgendwie arrangieren. Und spätestens dann ist es ja mit der äußeren Souveränität nicht mehr so. Also ich kann dann eben meine Angelegenheiten nicht mehr ohne jegliche Rücksicht auf andere Staaten regeln. Und natürlich kann ich das auch nicht, wenn ich Mitglied eines Staatenbundes wie der Europäischen Union oder des Nordatlantikpakts bin, dann habe ich Teile meiner Souveränität auf diese überstaatlichen Organisationen übertragen. Ich zum Beispiel beschäftige mich beruflich mit unionsweit geltenden Schutzrechten. Das ist eine völlig nationale Sache, wie Recht überhaupt eine sehr nationale Sache ist. Aber um ein unionsweit geltendes Schutzrecht zu haben, hat die Bundesrepublik Deutschland freiwillig auf ein bisschen ihrer Souveränität verzichtet und hat der Europäischen Union die Möglichkeit eingeräumt, in diesem Bereich Gesetze zu machen. So, das heißt also, man existiert nicht im luftleeren Raum. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie ist das mit der Bundesrepublik Deutschland und der Souveränität? Da haben wir 1945 mit Sicherheit keine Souveränität, weder innere noch äußere. Zu dem Zeitpunkt gab es keine deutschen Staatsorgane mehr und die Alliierten haben deutsche Staatsgewalt ausgeübt. Und die Alliierten haben dann relativ schnell mit der Gründung von Ländern begonnen und diese Länder haben auch wieder Staatsgewalt ausgeübt, aber natürlich war das auch nicht souverän in dem Sinne, denn die konnten das nur, weil die Alliierten das zugelassen haben. Und die mussten auch alle, bei allem, was sie taten, die Alliierten fragen, dürfen wir das so machen, seid ihr damit einverstanden? So, dann ist 1949 die Bundesrepublik Deutschland gegründet worden durch das Grundgesetz. Und da gab es eine Vereinbarung mit den
oder ein Besatzungsstatut, die Vereinbarung wäre zu viel gesagt, in dem sich die Alliierten bestimmte Rechte vorbehalten haben. Und die frühe Bundesrepublik musste auch bei ziemlich vielen Sachen, die sie machen wollte, bei den Alliierten fragen, ob die einverstanden waren. Auch keine äußere und auch keine innere Souveränität gab es damals sicherlich noch nicht. Aber dann kam 1955, wir befinden uns in der Hochphase des Kalten Krieges und insbesondere die Westalliierten sind der Meinung, dass an der Zeit wäre, dass die Deutschen sich auch wieder bewaffnen und nach Möglichkeit ihren Beitrag zur Verteidigung des freien Westens gegen die böse Sowjetunion zu leisten. Und deswegen gibt es die Pariser Verträge, in denen die Bundesrepublik Deutschland mit den Besatzungsmächten das Ende des Besatzungsstatuts vereinbart hat und die Alliierten sich einige wenige Vorrechte vorbehalten haben, hauptsächlich was nachrichtendienstliche Tätigkeit in der Bundesrepublik Deutschland angeht. Die durften nämlich tatsächlich bis 1990, bis zum Abschluss des 2+4-Vertrages in Deutschland ohne jegliche Kontrolle Fernmeldeüberwachung und Post- und Fernmeldeüberwachung ausüben, zum Beispiel. Aber im Prinzip waren wir ab 1955 von diesen Vorbehalten mal abgesehen souverän. Und dann gab es 1990 den 2+4-Vertrag und in der Folge den Einigungsvertrag. Und da haben die Alliierten endgültig auf jegliche Vorrechte für Deutschland verzichtet und spätestens an diesem Zeitpunkt, und das ist immerhin doch 45 Jahre eine lange Zeit, war die Bundesrepublik Deutschland auch ein voller souveräner Staat. Also wahrscheinlich war es schon 1955, aber ja, spätestens 1990 waren wir so weit. So, jetzt haben wir die Bundesrepublik Deutschland und jetzt sage ich, ja, aber was ist denn jetzt mit dem Deutschen Reich passiert? Ja, also das gab es ja. Und am 8. Mai 1945 haben nur die deutschen Streitkräfte kapituliert. Das stimmt. Ja. Ist also die Frage, was ist dann mit dem Deutschen Reich passiert? Besteht das fort? Und da können sich die Reichsbürger auf eine sehr berufene Stimme berufen, nämlich auf das Bundesverfassungsgericht. Auf den Widerspruch, der darin besteht, dass das Verfassungsorgan eines Staates, der kein Staat ist und den man nicht anerkennt, hier zum Beweis dafür herangezogen wird, dass die eigene These stimmt. Naja, will ich hier mal nicht eingehen. Das Bundesverfassungsgericht hat Folgendes entschieden. Das ist aus dem Urteil zum Grundlagenvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR. Aus dem Jahre 1973. Das Deutsche Reich existiert fort, besitzt, das sind Fundstellen, die da mit Pünktchen, also da ist jetzt nichts sinnentstellend ausgelassen. Das Deutsche Reich existiert fort, besitzt nach wie vor Rechtshängigkeit, ist allerdings als Gesamtstaat mangels Organisation, insbesondere mangels institutionalisierter Organe, selbst nicht handlungsfähig. So, das ist ein Satz, den zitieren Reichsbürger gerne. Die sagen, da steht, das Deutsche Reich existiert fort und ist momentan mangels institutionalisierter Organe selbst nicht handlungsfähig. Und diesen Mangel, das ist die ursprüngliche Reichsbürgerbewegung, diesen Mangel hat man versucht, Abhilfe zu schaffen, indem man diverse provisorische Reichsregierungen gebildet hat. Ja, man hat sich dann immer, einer hat sich zum Reichskanzler wählen lassen und wenn es dann mehr waren als Ministerposten in der provisorischen Reichsregierung zur Verfügung stehen, dann gab es einen Umsturz und eine Abspaltung und eine neue provisorische Reichsregierung. Also so ungefähr darf man sich das vorstellen. Tatsache ist, da steht nicht das, wovon die glauben, dass es da steht. Da komme ich gleich noch drauf.
Und vor allen Dingen lesen die nicht weiter, denn einen Satz weiter heißt es, die Bundesrepublik Deutschland ist also nicht Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches. So, an dieser Stelle hören Reichsbürger auf zu lesen. Der entscheidende Satz kommt aber nach dem Komma, sondern als Staat identisch mit dem Staat Deutsches Reich, in Bezug auf seine räumliche Ausdehnung allerdings teilidentisch, sodass insoweit die Identität keine Ausschließlichkeit beansprucht. Was heißt das? Ist jetzt schwierig zu verstehen. Das heißt, dass es ernst gemeint war, wenn das Bundesverfassungsgericht hier sagt, besitzt allerdings als Gesamtstaat mangels Organisation nicht handlungsfähig, ist als Gesamtstaat nicht handlungsfähig. Aber die Bundesrepublik Deutschland ist identisch mit dem Deutschen Reich. Das heißt, wir haben 1945 das Schildchen Deutsches Reich beiseite gelegt und haben das Schildchen, haben draufgeschrieben, hier jetzt Bundesrepublik Deutschland. Und haben also nur den Namen geändert. Aber der Staat ist der gleiche geblieben. Das ist kein neuer Staat, sondern das Deutsche Reich hat weiter bestanden. Das ist nicht zwingend, dass man diese Auffassung hat. Aber das ist jedenfalls die Auffassung, die das Bundesverfassungsgericht hier vertreten hat und um die es hier geht. Und die jedenfalls im Westen, also hier bei uns, auch immer die vorherrschende Staatsrechtslehre war. Also die Staatsrechtslehrer in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland, sind eigentlich immer mehrheitlich davon ausgegangen, dass die Bundesrepublik Deutschland und das Deutsche Reich identisch sind. Ja, aber es hat doch nur die Wehrmacht kapituliert. Und das ist richtig. Es hat übrigens nicht nur die Wehrmacht kapituliert, sondern die deutschen Streitkräfte. Die Frage muss man natürlich stellen, wer hätte denn sonst kapitulieren sollen? Da war ja keiner mehr. Ja, also wenn man nach der Weimarer Reichsverfassung geht, gab es spätestens nach dem Tod von Hindenburg keine legitime Regierung mehr, denn da gab es keinen Reichspräsidenten mehr. Normalerweise wäre der Reichspräsident vertreten worden durch den Präsidenten des Reichsgerichts. Von dem ist allerdings nicht bekannt, dass der jemals versucht hätte, diese Aufgabe wahrzunehmen. Wahrscheinlich war er nicht lebensmüde, sodass es seitdem keine legitime Regierung mehr gab. Und die faktische Regierung, die es gab, hat sich spätestens mit dem Selbstmord von Hitler da verabschiedet. Und damit hat das faktisch nie stattgefunden. Insofern gab es nur... die Wehrmacht, die irgendwas tun konnte. So. Ich kann euch jetzt sehen. Das ist zunächst einmal ein entscheidender Vorteil. So. Jetzt heißt es dann immer, ja, aber wir haben ja gar keinen Friedensvertrag. Da sage ich jetzt erstmal als Jurist vorsichtig, A, bin ich mir nicht so sicher, ob wir keinen Friedensvertrag haben, aber B, wofür brauchen wir den eigentlich? Brauche ich immer irgend so einen formalen Vertrag, damit ein Krieg vorbeigeht? Nein, ich habe hier schon leider aufgeschrieben, man kann einen Krieg auch einfach durch einseitige Erklärung beenden. Also wenn der gewonnen hat, sagt, ich spiele jetzt nicht, ich führe jetzt nicht mehr Krieg, jetzt ist Frieden, reicht das, ist der Krieg vorbei. Man kann ihn auch einfach faktisch beenden, indem man nämlich einfach nicht mehr weiterkämpft. Und zumindest das haben wir natürlich hier. Hatten wir. Man kann auch sehr wohl diskutieren über die Frage, ob wir einen Friedensvertrag haben. Denn wir haben eigentlich alles geregelt, was man so typischerweise in einem Friedensvertrag regelt.
aber wir haben nicht einen Vertrag, wo wir reingeschrieben haben, das ist jetzt unser Friedensvertrag, wo drüber steht Friedensvertrag. Aber im Prinzip ist alles vertraglich geregelt. Wir haben im 2+4-Vertrag die endgültige Regelung über das Staatsgebiet, also endgültiger Verzicht auf die jenseits der Oder-Neiße liegenden Ostgebiete. Und wir haben über das wichtige Thema Reparationen mit allen Kriegsgegnern entweder multilaterale oder bilaterale Abkommen geschlossen und haben tatsächlich auch 2010 die letzte Reparationsrate erst überwiesen. Also es sind Reparationen gezahlt worden. Wir haben alles das, was man so typischerweise in einem Friedensvertrag regelt. Also könnte man auch sagen, wir haben auch faktisch jedenfalls einen Friedensvertrag. Aber wir brauchen den gar nicht, weil Tatsache ist, da draußen schießt keiner mehr und damit ist der Krieg auch schon vorbei. Ja? Unsere ehemaligen Kriegsgegner haben mit uns ein Militärbündnis abgeschlossen. Ja? Wir sind Mitglied der NATO. Das tut man nicht mit einem Land, mit dem man sich im Krieg befindet. Ja? Das ist ein bisschen seltsam. Muss ich mal gucken. So, also wir leben im Frieden, jedenfalls, zumindest sind wir faktisch zu friedlichem Verhalten übergegangen, aber wahrscheinlich haben wir auch einen Friedensvertrag. So, jetzt ist die Frage, wie ist denn das jetzt mit dem, was das Bundesverfassungsgericht da gesagt hat? Also zunächst mal, was ist passiert am 8. Mai 1945? Mit dem Deutschen Reich. Und was ist passiert mit dem Deutschen Reich, als es dann 1949 plötzlich zwei deutsche Staaten gab? Da gibt es zwei grundsätzliche Überlegungen, was passiert sein kann. Was passiert sein kann, ist der Zerfall des Deutschen Reiches. Das ist die vorherrschende Staatsrechtslehre gewesen in der DDR, die gesagt hat, das Deutsche Reich ist untergegangen und auf dem ehemaligen Staatsgebiet des Deutschen Reiches sind zwei völlig neue Staaten entstanden. Zumindest die DDR war ein völlig neuer Staat. Dazu muss man wissen, nicht wahr? Die DDR hat sich also weder als Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches gesehen, noch als identisch mit dem Deutschen Reich. Sondern die DDR hat gesagt, wir haben jetzt hier das sozialistische Paradies auf deutschem Boden geschaffen. Das konnte sie ja auch, denn nach dem Krieg sind ja auf wundersame Weise alle guten Deutschen im Osten und alle bösen Deutschen hier im Westen gelandet, sodass man da einen guten Neuanfang machen konnte. Die Bundesrepublik hat es den Reichsbürgern etwas einfacher gemacht. In der Bundesrepublik war es immer so, dass man immer sehr viel Wert auf die kommende, auf die Idee der Wiedervereinigung gelegt hat. Und das konnte man am besten darüber argumentieren, dass man sagt, das Deutsche Reich ist gar nicht untergegangen, sondern die Staatsgewalt ist vorübergehend von den Alliierten ausgeübt worden und dann sukzessive auf die Bundesrepublik übergegangen. So, wobei es da dann auch unterschiedliche Lesarten gab. Die einen sagen, und das Bundesverfassungsgericht hat das da ja offen gelassen mit der fehlenden Exklusivität, wir erinnern uns, dass sowohl die Bundesrepublik Deutschland und die DDR identisch sind mit dem Deutschen Reich, aber jeweils nur beschränkt auf ihr jeweiliges Staatsgebiet. Das kann man sich so ein bisschen so vorstellen, wie wenn man eine Firma aufspaltet. Die bleibt dann auch die gleiche Firma. Aber es gibt dann eben jetzt zwei Firmen, die jeweils für sich identisch mit der alten Firma sind. Oder, und das war wohl so gerade in den 50er Jahren, ja spätestens bis zum Grundlagenvertrag so, die These ist, das Staatsgebiet ist vorübergehend geschrumpft, nämlich auf das Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland. Denn, witzigerweise, ich sagte ja bereits, wir machen es den Reichsbürgern auch ein bisschen einfach. Bis zum Grundlagenvertrag hat die Bundesrepublik Deutschland die Auffassung vertreten, dass die DDR kein Staat sei.
Wir erinnern uns an die drei Elemente. Ich glaube, es kann niemand bestreiten, dass es in der DDR sowohl ein Staatsgebiet, ein Staatsvolk und vor allen Dingen auch eine Staatsgewalt gab. Ob das eine legitime Gewalt ist, ist ja auch nicht, ist nicht notwendig, ist dafür nicht notwendig. Ja? Auch eine Diktatur kann ein Staat sein. Ja? Und die Staatlichkeit der DDR abzusprechen, ist also im Prinzip lächerlich gewesen. Ja? Aber haben wir natürlich gemacht. Also mit mir meine ich wir Wessis. Ja? Also die Idee war dann, die herrschende Meinung sagt, das Staatsgebiet ist vorübergehend geschrumpft. Nichts anderes ergibt sich aus dieser Bundesverfassungsgerichtsentscheidung. Das heißt, wenn man möchte, kann man davon ausgehen, dass das Deutsche Reich fortbesteht und jetzt den Namen Bundesrepublik Deutschland trägt. Das ist nichts anderes als eine Namensänderung. Das ist nicht zwingend, aber das ist jedenfalls die These vom Fortbestand des Deutschen Reiches. Die Alternative ist übrigens nicht, dass, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht identisch ist mit dem Deutschen Reich. Die Alternative dazu ist, dass das Deutsche Reich ist untergegangen. Ist den Reichsbürgern dann auch nicht recht. Also muss man gucken. Also jetzt haben wir festgestellt, die Bundesrepublik Deutschland ist also irgendwie mal entstanden, ist dann auch irgendwie mal souverän geworden. Vielleicht jedenfalls so ein bisschen, vielleicht jedenfalls genug, stellt sich die Frage, sind wir das wieder losgeworden? Wurde die Bundesrepublik versehentlich aufgelöst? Ja, Sie lachen alle, ne? Oder ihr lacht alle. Das wird ernsthaft vertreten. Ich habe hier so eine tolle Webseite wahrheiten.org gefunden. Wenn man da oben mal die guckt, was da oben steht, also an Themen zu Thema Klima, Krebs, Erdöl, Geld, 9/11, Impfen, ich bin bei BRD und Evolution und noch irgendwas. Das ist also die Ansammlung von allem, was das Skeptikerherz höher schlagen lässt. Ja, da findet sich zu allem was. So. Und dort wird gesagt, hat das Grundgesetz der BRD seit 1990 tatsächlich keinen Geltungsbereich mehr und ist es damit quasi aufgehoben. Ist die BRD überhaupt ein Staat oder nur noch eine GmbH? Überraschung. Auf dieser Webseite lautet die Antwort auf beide Fragen ja. Wie kommt man auf sowas? Das Problem ist diese These. Während der Verhandlungen zum 2+4-Vertrag hat der amerikanische Außenminister James Baker durch mündliche Erklärung am 17. oder 18. Juli, da streitet man sich drüber, Artikel 23 des Grundgesetzes außer Kraft gesetzt. Und Artikel 23 des Grundgesetzes, so sagen Reichsbürger, regelte den Geltungsbereich des Grundgesetzes. Der ist durch die Anordnung des Besatzungsvertreters James Baker außer Kraft gesetzt worden. Und damit hatte das Grundgesetz an diesem Tag automatisch keinen Geltungsbereich mehr und wäre außer Kraft getreten. Daran ist so viel falsch. Die erste Frage ist, wenn James Baker die Bundesrepublik Deutschland aufgelöst hat, warum unterschreibt er dann wenige Monate später, da unten haben wir seine Unterschrift, unter dem 2+4-Vertrag mit diesem aufgelösten Staat einen Vertrag? Hat er das nicht gemerkt? Was wusste der? Wie kommt der dazu? Ja, natürlich hat es bei dem 2+4-Vertrag Überlegungen gegeben und Regelungen und die Frage des Artikels 23 Grundgesetz diskutiert worden. Der hieß nämlich, also wenn man heute guckt, steht da was über die europäische Einigung. Das hat aber nichts damit zu tun mit dem, was damals da drin stand, bis 1990. Stand nämlich das in Artikel 23 Grundgesetz. Dieses Grundgesetz gilt zunächst im Gebiet der Länder Baden, Bayern, Bremen, Groß-Berlin,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern. In anderen Teilen des Deutschlands ist es nach deren Beitritt in Kraft zu setzen. So. Warum war das ein Problem in den 2+4 Verhandlungen? Nun, eigentlich gar nicht wegen der Beschreibung der, sondern wegen des zweiten Satzes. In anderen Teilen Deutschlands ist es nach deren Beitritt in Kraft zu setzen. Die Sorge der Alliierten war nämlich in den 2+4 Verhandlungen, also keine echte Sorge, aber das, was man da regeln wollte, war, dass die Oder-Neiße-Linie tatsächlich endgültig die Westgrenze Deutschlands ist. Und dann damit ist unvereinbar ein Grundgesetzartikel, der so auf Ausdehnung ausgelegt ist wie dieser. Deswegen war es in der Tat so, dass in dem 2+4 Vertrag dann vereinbart worden ist und sich die beiden deutschen Staaten verpflichtet hatten, Artikel 23 des Grundgesetzes zu streichen. Das war eine vertragliche Regelung. An dieser Stelle, warum soll ich das in einen Vertrag reinschreiben, wenn ich doch durch eine einfache Erklärung gerade schon den Artikel gestrichen habe? Warum sollen sich die deutschen Staaten dann noch verpflichten, den zu streichen? Viel wichtiger aber ist, wenn das den Geltungsbereich des Grundgesetzes bis 1990 geregelt hat, gibt es Teile des Bundesgebiets, in denen das Grundgesetz nie gegolten hat. Da fehlt nämlich das Saarland. Das ist nämlich erst 1955 dazugekommen. Hoffentlich. Mit dem Datum bin ich mir nicht sicher. Aber das ist eben später dazugekommen und ist dann beigetreten. Man hat aber dann nicht gesagt, es gilt jetzt auch im Saarland und dann für jeden weiteren Beitritt dann noch mal irgendwie ergänzt, sondern man hat einfach diese Beitrittsmöglichkeit einfach gestrichen. Das war so im Wesentlichen das. Warum sollte ich das im Einigungsvertrag oder im 2+4 Vertrag vereinbaren, wenn ich das doch schon durch einfache Erklärung gemacht hätte? Wieso eigentlich der US-Außenminister? Also wenn schon, dann ja wohl alle vier Alliierten gemeinsam. Aber warum spricht der US? Kann der US-Außenminister irgendwas machen? Und außerdem, ja, selbst wenn das Besatzungsstatut noch fortgelten würde, wir erinnern uns, ist 1955 aufgehoben worden, wäre nicht der US-Außenminister der berufene Vertreter der USA gewesen, sondern, ich glaube, der Botschafter, aber jedenfalls nicht der Außenminister. So, es hat Artikel mit der Wiedervereinigung, gab es kein Bedürfnis mehr, eine Möglichkeit zum Beitritt zur Bundesrepublik zu haben. Und deswegen konnte man ihn auch streichen. Und deswegen, dazu haben sich die deutschen Staaten verpflichtet und haben es dann auch gemacht. So, jetzt haben wir den staatsrechtlichen Teil fast durch. Kommen jetzt zu den spannenden Sachen. Wir stellen jetzt mal fest, möglicherweise leben wir tatsächlich noch in einem Staat. Dieser Staat ist auch noch identisch mit dem Deutschen Reich. Achso, eine Kleinigkeit kann ich noch sagen, habe ich jetzt hier nicht mehr hingeschrieben. Manchmal hört man auch, der Internationale Gerichtshof in Den Haag, wahlweise der Internationale Strafgerichtshof, Achtung, nein, oder der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, Achtung, nein, hat nie was zur deutschen Staatlichkeit gesagt, sondern der Internationale Gerichtshof in Den Haag habe mal was gesagt zu der Staatlichkeit von Deutschland und sei zu dem Ergebnis gekommen, Deutschland sei kein Staat, sei kein richtiger Staat. Das ist seltsam. Es gibt tatsächlich ein solches Urteil, aber da steht nicht das drin, was die Leute glauben, das drin steht. Kurz zum Hintergrund.
Dort hatte die Bundesrepublik Deutschland geklagt. Das sollte schon zu denken geben, denn vor dem Internationalen Gerichtshof können nur Staaten klagen. Wäre die Bundesrepublik Deutschland also kein Staat, hätten sich die Kollegen beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag mit dieser Klage nicht befasst. Die Bundesrepublik Deutschland hat gegen Italien geklagt und hat gewonnen. Auch das wäre undenkbar, wenn die Bundesrepublik Deutschland kein Staat wäre. Worum ging's? Es hatten italienische Gerichte, trotz der Tatsache, dass wir über Reparationen einen Vertrag geschlossen haben mit Italien, Urteile wegen Verbrechen, insbesondere der deutschen Wehrmacht, gegen die Bundesrepublik Deutschland erlassen. Und das hat der Bundesrepublik Deutschland nicht gepasst. Und sie hat gesagt, das dürft ihr nicht und hat Italien deswegen verklagt. Und das hat sie auch gewonnen und das durften die aber nicht deshalb nicht, weil die Bundesrepublik Deutschland kein Staat ist oder weil die Bundesrepublik Deutschland nicht für das Deutsche Reich verantwortlich ist, sondern weil es im Völkerrecht sowas gibt wie die sogenannte Staatsimmunität. Das heißt schlicht und einfach, das Gericht eines anderen Staates kann einen souveränen Staat, hat keine Rechtsprechungsgewalt über diesen souveränen Staat. Das heißt, die italienischen Gerichte dürfen nicht die Bundesrepublik Deutschland nicht verurteilen. So, jedenfalls nicht gegen ihren Willen. Und nichts anderes hat der Internationale Gerichtshof da auch entschieden. Also das passt auch nicht. Die Bundesrepublik Deutschland, so viel als Zwischenergebnis, gibt es also wahrscheinlich und sie ist möglicherweise oder auch nicht identisch mit dem Deutschen Reich. Was auch immer gerne kommt, in verschiedenen Zusammenhang, ist die Haager Landkriegsordnung. Da sind insbesondere zwei Zusammenhänge immer ganz interessant, wo man was von der Haager Landkriegsordnung hört. Das erste ist erstmal, Steuern sind Plünderung. Also jeder anständige Steuerzahler ist sicherlich der Meinung, dass das eigentlich eine sehr zutreffende Beschreibung ist. Aber die meinen das so richtig, so Plünderung im Sinne der Haager Landkriegsordnung und schreiben dann so Briefe und ein provisorisches Reichsgericht verschickt dann auch so an Steuerbeamte auch mal hin und wieder mal Todesurteile, in denen die schreiben, ja, nach der Haager Landkriegsordnung, dann werden irgendwelche Artikel der Haager Landkriegsordnung zitiert, ist das Plünderung, auf Plünderung steht die Todesstrafe und deswegen werden sie mit dem Tode bestraft. Das ist so lange witzig, solange nicht sich irgendjemand berufen fühlt, diese Todesstrafe auch zu vollstrecken. Ne? Deswegen ist das. Der zweite Punkt, wo die Haager Landkriegsordnung kommt, ist, dass die davon ausgehen, dass wir alle Kriegsgefangene sind. Und das löst ein Problem, was Reichsbürger haben. Reichsbürger sind zu einem überdurchschnittlichen Teil, wahrscheinlich nicht alle, aber zu einem überdurchschnittlichen Teil knapp bei Kasse und überschuldet. So, was tut man, wenn man das so ist? Naja, normalerweise geht man dann zur Arge und sagt, hier, ich brauche Hartz IV. Ja, ich will aber natürlich nicht Leistung von einem Staat, den es gar nicht gibt. Noch dazu aufgrund von Gesetzen, die ich nicht akzeptiere. Das ist ja ein bisschen widersprüchlich. Also argumentieren die anders und sagen, wenn wir Kriegsgefangene sind, dann muss derjenige, der uns gefangen hält, uns unseren Sold zahlen und den klagen wir ein. So, nach der Haager Landkriegsordnung. So. Also These ist, Deutschland ist ein besetztes Land. Wir befinden uns noch im Krieg. Alle Deutschen sind Kriegsgefangene. Es gilt die Haager Landkriegsordnung, Steuern, Plünderung, Todesstrafe. Deswegen habe ich diese reizvolle Guillotine rausgesucht. Die Realität sieht etwas anders aus. Ich hatte ja schon darauf hingewiesen, offensichtlich befinden wir uns nicht mehr im Krieg. Es ist schon doch seit geraumer Zeit glücklicherweise hier in Deutschland nicht mehr geschossen worden,
Also wir sind zumindest faktisch offensichtlich zu friedlichem Verhalten übergegangen. Der nächste interessante Punkt ist, die Haager Landkriegsordnung enthält gar keine Strafvorschriften. Das ist auch nicht weiter verwunderlich. Die Haager Landkriegsordnung regelt das Verhalten im Kriege. Ja? Und nicht, was passiert, wenn man dagegen verstößt. Das regeln die Staaten selbst. Die Bundesrepublik Deutschland hat zum Beispiel ein Völkerstrafgesetzbuch verabschiedet. Das ist aber nationales Recht. Das ist deutsches Recht, wo drin steht, was passiert, wenn man gegen diese Vorschriften verstößt. Aber die Haager Landkriegsordnung sagt dazu gar nichts. Ja, insbesondere sagt die Haager Landkriegsordnung nicht, dass es für irgendwas die Todesstrafe gibt. Das ist also alles totaler Mumpitz. Ich kann auch nicht verstehen, die haben doch alle Internet. Also ich meine, man hat jedenfalls immer den Eindruck, wenn man auf YouTube guckt, die sind zumindest in der Lage, YouTube-Videos aufzunehmen und hochzuspielen. Ein einfaches Googeln der Haager Landkriegsordnung findet man kostenlos diverse Textausgaben, die man sich angucken kann und lesen kann, da müsste eigentlich einem auffallen, dass da nichts davon drin steht. Also ich verstehe das nicht. Also Haager Landkriegsordnung enthält keine Strafvorschriften, aber das Allerschlimmste ist, die Haager Landkriegsordnung gilt für den Zweiten Weltkrieg überhaupt nicht. Also selbst wenn der Zweite Weltkrieg noch fortbestehen würde, wäre die Haager Landkriegsordnung nicht anwendbar. Warum ist das so? Nun, die Haager Landkriegsordnung schränkt ja die Möglichkeiten ein, von kriegführenden Parteien Krieg zu führen. Das ist der Sinn der Haager Landkriegsordnung. Da steht drin, was die dürfen und was die nicht dürfen. Und deswegen haben wir ein Problem, wenn plötzlich in so einem Krieg einer mitspielt, der an diesen Vertrag nicht gebunden ist. Der kann dann nämlich unfair spielen. Und alle anderen müssen sich fair verhalten. Und das haben die Vertragsparteien der Haager Landkriegsordnung auch gesehen und deswegen in Artikel 2 geregelt, die Bestimmungen der im Artikel 1 angeführten Ordnung, das ist die Haager Landkriegsordnung, sowie des vorliegenden Abkommens finden nur zwischen den Vertragsmächten Anwendung, das ist klar, und nur dann, wenn die Kriegführenden sämtlich Vertragsparteien sind. Und da gibt es ein Problem. Die Haager Landkriegsordnung hat nämlich der Zar der Russen unterschrieben, aber die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken ist nicht Rechtsnachfolger des Zars von Russland. Das haben die immer abgelehnt. Die sind ein neuer Staat, der nur zufällig teilweise auf dem Staatsgebiet von Russland war. Und die UdSSR hat sich zu keinem Zeitpunkt jemals an Verträge gebunden geführt, die das Zarenreich geschlossen hat. Und sie sind später der Haager Landkriegsordnung auch nicht beigetreten. Das heißt, spätestens mit dem Überfall auf die Sowjetunion war die Haager Landkriegsordnung im Zweiten Weltkrieg nicht mehr anwendbar, weil nicht mehr alle kriegführenden Parteien der Haager Landkriegsordnung beigetreten waren. So, also würde uns auch gar nicht weiterführen. Die gilt auch nicht magischerweise jetzt irgendwie so, ganz einfach, weil es allgemein so ist, sondern es ist eben ein Vertrag. Und Vertrag gilt halt nur zwischen Vertragsparteien. Mal eben gucken. Ja. So, haben wir die Haager Landkriegsordnung auch abgehandelt. Kommen wir jetzt wird es noch ein bisschen skurriler. Geht, kann ich versprechen, geht. Es geht noch skurriler. Die These ist, die Bundesrepublik Deutschland ist kein Staat, sondern eine Art GmbH, wobei mir noch niemand sagen konnte, was eine Art GmbH ist. Das kann man zum Beispiel an verschiedenen Sachen erkennen, zum Beispiel, dass Behörden Umsatzsteuer-Identifikationsnummern haben. Also es ist ein klarer Hinweis darauf, dass die Bundesrepublik Deutschland ein Handelsunternehmen ist, denn ansonsten bräuchten ja keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Logische Argumentation. Man kann es auch daran erkennen, dass in der Liste der Nichtregierungsorganisationen bei den Vereinten Nationen
der Bund eingetragen ist. Und das stimmt. Es gibt eine Liste der Nichtregierungsorganisationen und da ist eine Organisation, eine Nichtregierungsorganisation namens Bund eingetragen. Das kann man also, daran kann man das erkennen. Also mit der Unterschrift unter die Geburtsurkunde werden wir der BRD GmbH übereignet. Deswegen, weil wir Personal der BRD GmbH sind, heißt der Personalausweis Personalausweis und nicht Personaljenausweis oder Personenausweis. Und im alten Rom sei es üblich gewesen, die Namen von Sklaven groß zu schreiben. Und deswegen wird auch der Name, unser Name im Personalausweis, ich habe das überprüft, der wird tatsächlich überall groß geschrieben. Ja, überzeugende Argumente. Man kann aus der BRD GmbH austreten. Dann, wenn man das getan hat, ist man natürliche Person im Sinne des BGB. Überraschung, wir alle sind natürliche Personen im Sinne des BGB. Es wäre sehr überraschend, wenn wir es nicht wären, weil grundsätzlich ist jeder Mensch eine natürliche Person im Sinne des BGB. Und ich nehme mal an, dass wir hier keine Roboter oder sowas unter uns haben. Und alle anderen, also die, die nicht ausgetreten sind, sind juristische Personen im Sinne des HGB. Die habe ich nicht gefunden. Also es gibt im HGB keine Regelung über juristische Personen. Aber die sind auch keine juristischen Personen und die verstehen nicht, was eine juristische Person ist. Aber gut, okay. GmbH. Die Idee, dass eine juristische Person des Privatrechts Gesetze machen kann, ist selbst für Reichsbürgerverhältnisse absolut absurd. Warum soll eine GmbH Gesetze machen können? Und noch dazu, immer schön die Reichsbürger haben wollen, die gehen und die nicht haben wollen, gehen nicht. Nee, so funktioniert das nicht. Also das ist absurd. Und tatsächlich gibt es eine Organisation namens Bund, die dort eingetragen ist bei den Vereinten Nationen. Das ist allerdings nicht die Bundesrepublik Deutschland, sondern der Bund für Umwelt- und Naturschutz in Deutschland. Das ist sogar eine relativ große Nichtregierungsorganisation. So, dann gibt es tatsächlich im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt, man fragt sich übrigens, welcher Staat hat eigentlich dieses Handelsregister, aber gut, okay, gibt es eine Bundesrepublik Deutschland Finanzdienstleistungs GmbH, die steht da tatsächlich drin. Und das ist ein Unternehmen, das gehört dem Bund, aber nicht dem Bund, sondern der Bundesrepublik Deutschland. Und dessen einziger Job ist es, Staatsanleihen am Markt zu platzieren. Da hat man gedacht, wenn man das als GmbH organisiert, kriegt man die besser los. Nur das ist die Bundesrepublik Deutschland Finanzdienstleistungs GmbH. Das ist das Geheimnis. Geschäftsführer ist auch nicht Angela Merkel. Bitte? Wer ist denn Geschäftsführer? Keine Ahnung. Natürlich haben Behörden eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Das liegt daran, dass zum Beispiel ich in meinem Gericht hin und wieder mal gerne was schreiben würde. Dazu brauche ich Papier. Dieses Papier müssen wir kaufen. Ja, und dann zahlen wir tatsächlich auch Umsatzsteuer. Und wenn wir das Papier, weil wir sehr viel davon brauchen, europaweit ausschreiben und möglicherweise nicht in Deutschland kaufen, dann braucht derjenige, der uns das verkauft, unsere Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Das hat aber nichts damit zu tun, dass das Gericht deswegen keine Behörde mehr ist und keine hoheitlichen Aufgaben wahrnimmt. Ja, das ist absurd. Ja, wie sieht das jetzt aus? Sind wir alle an die Bundesrepublik Deutschland durch die Unterschrift auf der Geburtsurkunde übereignet worden? Ich weiß nicht, ich habe mir tatsächlich meine Geburtsurkunde aufgrund dieser Tatsache mal angeschaut. Hat so jemand so eine Vorstellung, wie so eine Geburtsurkunde aussieht? Ja? Unterschreiben die, haben die Eltern unterschrieben? Nein, die hat der Standesbeamte unterschrieben.
Und wieso soll der Standesbeamte einen übereignen können? Also das ist, ja. Der Personalausweis heißt Personalausweis, weil er die Personalien ausweist. Und hieß auch schon früher so. Ich habe da geschrieben, hieß schon immer so. Das ist nicht ganz richtig. Im Dritten Reich hieß das Ding Kennkarte. Aber davor gab es schon Personalausweise. In Bayern, in Sachsen. Und die hießen alle Personalausweis. Das ist einfach die eingebürgerte Bezeichnung in Deutschland gewesen für diese Sache. Und was hat es jetzt damit auszutun, dass die Frau Mustermann, Erika Mustermann, da großgeschrieben ist? Naja, also die Römer werden schon die Namen von Sklaven großgeschrieben haben. Das liegt ganz einfach daran, dass die Römer keine kleinen Buchstaben kannten. Das heißt, die haben alle Namen großgeschrieben. Die Kleinbuchstaben sind erst im frühen Mittelalter dazugekommen. Also, ja. Gut. Ja, was ist juristisch eine natürliche Person? Ich hatte es eben schon gesagt, jeder Mensch ist eine natürliche Person. Insofern ist es völlig korrekt, wenn ein Reichsbürger unterschreibt, Ralf aus dem Hause Neugebauer als natürliche Person im Sinne von § 1 BGB. Das ist eine völlig richtige Aussage. Wenn der aber mir schreibt, als juristische Person, dann ist das Quatsch, weil ich bin keine juristische Person. Ich bin auch eine natürliche Person. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich Ralf Neugebauer und nicht Ralf aus dem Hause Neugebauer heiße, sondern es hat damit zu tun, dass eine juristische Person sich von der natürlichen Person dadurch unterscheidet, dass sie eben kein Mensch ist, sondern ein geistiges Konstrukt, das wir uns vorstellen und so behandeln, als wäre es ein Mensch, aber eben kein Mensch ist. Also eine GmbH, ein eingetragener Verein wie zum Beispiel die GWOP, das ist eine juristische Person. Die kann Eigentum haben, die kann Sachen besitzen, aber die braucht immer jemanden, der für sie handelt. Das ist der gesetzliche Vertreter der juristischen Person, zum Beispiel der Geschäftsführer. Aber der Geschäftsführer selbst kann natürlich nur handeln, wenn er natürliche Person ist. Ist also diese ganze Unterscheidung mit natürliche Person im Sinne des BGB und juristische Person, ist, kriegen die nicht so richtig auf die Reihe. So, und man kann das Ganze natürlich auch ganz grundsätzlich angucken, wie das mit dem Privatrecht und dem öffentlichen Recht so ist. Das Verhältnis Staat-Bürger ist immer durch ein Über-Unterordnungsverhältnis geprägt. Das heißt, das Verhältnis Staat-Bürger ist nicht geprägt durch Gleichrangigkeit. Also ich kann dem Staat nicht, wenn der Staat hoheitlich tätig wird, nicht allgemeine Geschäftsbedingungen schicken, wo drin steht, dass wenn ich Steuern einziehe, ich irgendwie 5 Millionen Euro Schadensersatz schulde und dann auf Malta einen Mahnbescheid beantragen. Das geht nicht. Sondern das ist immer so, wenn der Staat öffentlich-rechtlich tätig wird, dann kommt er immer mit dem Knüppel. Ich habe jetzt geschrieben, man kann es nur begrenzt vertraglich ausgestalten. Das liegt daran, dass es natürlich auch im öffentlichen Recht sogenannte öffentlich-rechtliche Verträge gibt. Aber um die geht es hier nicht. Ja? Das ist nur sehr, die sind nur sehr eingeschränkt möglich. Ja, das waren schon sehr grundsätzlich. Das sind schon alle sehr grundsätzlichen Sachen, die haben wir jetzt. Jetzt kommen wir mal zum bunten Potpourri. Da gibt es so viel, dass ich eigentlich gar nicht weiß, was ich alles bringen soll. Also es ist nicht so skurril, als dass nicht einer auf die Idee kommen könnte, dass da was wäre. Also den Abschnitt habe ich mal von versehentlich aufgehobenen Gesetzen und anderen Ungereimtheiten. Wir hatten ja schon den Außenminister Baker, der versehentlich das Grundgesetz aufgehoben hat. Da ist aber noch viel mehr passiert. Das ist ein Facebook-Eintrag.
Bußgelder werden im Völkerrecht mit Todesstrafe geahndet. Unsinn. Ja? Weswegen die Bundesregierung dafür Sorge trug, die rückwirkende Aufhebung vom OWIK herbeizuführen. Erste Frage wäre, wie kann ein Gesetzgeber, der nicht existiert, Gesetze aufheben? Aber gut, okay. Und die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, ich habe zu der Zeit, als das geschehen ist, noch Bußgeldsachen bearbeitet beim Amtsgericht in Erkelenz, würde sagen, ist schon seltsam, dass da keiner was von gemerkt hat. Auf die gleiche Art und aus dem gleichen Grund wurden bereits im April 2006 die Strafprozessordnung, die Zivilprozessordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz gelöscht. Sehr interessant. Rechtswirksam wurde das Ganze am 25.04.2006 mit der Bekanntgabe im Bundesgesetzblatt. Die Gesetzeswerke wurden rückwirkend aufgehoben. Es geschah im selben Schritt noch mehr. Der Paragraph 5 von ZPO, StPO und GVG ist weggefallen. Also der Paragraph 5 von ZPO steht da seit 1877 drin und ist seitdem auch nicht weggefallen. Der im GVG ist schon viel früher weggefallen und der StPO habe ich mich nicht mehr darum gekümmert, noch nachzugucken. Und dann heißt es, in dem stand der Geltungsbereich für Gesetzeswerke. Und jetzt wird es ganz einfach, sogar für absolute Laien, das ist sehr schön, das freut uns. Nur kleiner Hinweis, in § 5 ZPO ist geregelt, dass bei der Klagehäufung, das heißt, wenn man mehrere Ansprüche in einer Klage geltend macht, die Werte dieser Klagen zusammenzurechnen sind. Nichts von Geltungsbereich. Aber gut, und das steht da unverändert seit 1877. Also das ist schlicht frei erfunden. Und jetzt wird es einfach für Laien. Ein Gesetz, das nirgendwo gilt, gilt gar nicht. Folglich gibt es und vor allem gab es damit rein juristisch in der Bundesrepublik Deutschland weder einen Anklagegrund, ein Strafmaß, noch ein Gericht, ein Richter oder gar einen Gerichtsvollzieher. Ja, ich hatte ja versprochen, wir machen eine Reise ins Absurdistan. Das ist an Absurdität kaum noch zu überbieten. Ja, also einige Thesen. Im Jahr 2007 ist das OWIK rückwirkend abgeschafft worden, denn durch das zweite Gesetz, das sage ich jetzt also ergänzend, durch das zweite Gesetz zur Bereinigung des Bundesrechts, davor gab es noch ein erstes Gesetz zur Bereinigung des Bundesrechts, wurden eine ganze Reihe, enorm viele überflüssige Gesetze abgeschafft und unter anderem eben das Einführungsgesetz zum Ordnungswidrigkeitengesetz. Außerdem wurde die Abgabenordnung aufgehoben, denn es wurde Paragraph 415 gestrichen. Paragraph 415 der Abgabenordnung bis zu seiner Streichung regelte das Inkrafttreten der Abgabenordnung. Reichsbürgerlogik, ein Gesetz, das keine Regelung übers Inkrafttreten hat, ist nicht in Kraft getreten und deswegen auch nicht wirksam. Und die Angabe, Gesetze, die keinen räumlichen Geltungsbereich haben, gelten nirgendwo. Und deswegen gar nicht. So, fangen wir mal mit dem Ordnungswidrigkeitengesetz an. Es ist in der Tat so, dass dieses Einführungsgesetz zum OWIG gestrichen worden ist. Das Problem ist aber, ein Gesetz gilt auch dann, wenn es kein Einführungsgesetz gibt. Das Gesetz zur Einführung des Ordnungswidrigkeitengesetzes führt nämlich nicht das Gesetz in dem Sinne ein, dass man sagt, das setzen wir jetzt in Kraft, sondern es regelt Fragen im Zusammenhang mit der Einführung des Ordnungswidrigkeitengesetzes. Da waren nämlich Dinge zu klären, wie, was passiert denn jetzt mit Ordnungswidrigkeiten, die jetzt unter das Ordnungswidrigkeitengesetz fielen, aber vorher zum Beispiel als Straftaten galten. Wie sind die zu behandeln? Nach welchem Recht? Das sind Sachen, die im Einführungsgesetz zum Ordnungswidrigkeitengesetz geregelt waren.
Das heißt, es werden Fragen im Zusammenhang mit der Einführung des Gesetzes geregelt. Üblicherweise. So, und wenn die Fragen alle geregelt sind und es keine Sachverhalte mehr gibt, die so weit zurückwirken, dann kann man das Einführungsgesetz auch streichen, weil ich keine Übergangsregelungen mehr brauche. Und im Übrigen, wenn ich ein Gesetz aufhebe, hebe ich das grundsätzlich nur für die Zukunft auf. Niemals rückwirkend. Das ist Quatsch. So, das heißt, dadurch, dass das Einführungsgesetz aufgehoben wird, ändert sich an der Fortgeltung des Ordnungswidrigkeitengesetzes nichts. Muss man ein bisschen auf die Uhr gucken. Ja, genauso ähnlich ist das mit Paragraph 415 der Abgabenordnung. Die ist natürlich besonders attraktiv, weil da geht es darum, dass man Steuern zahlen soll. Und Steuern zahlen wollen wir ja alle nicht. Tatsächlich ist der weggefallen, weil das Gesetz ist in Kraft getreten. Also brauche ich nicht mehr reinzuschreiben, wann es in Kraft tritt, weil jetzt ist es in Kraft und das weiß jeder. Und damit brauche ich auch keine Regelung mehr und kann das streichen, ein bisschen Druckpapier sparen. So, das nächste ist, ein Gesetz gilt überall da, wo ein Gesetz eben gilt. Sprich, da, wo der Gesetzgeber für sich in Staatsgewalt ausübt und Gesetze machen kann, da gilt das überall. Es braucht keine Regelung für den räumlichen Geltungsbereich eines Gesetzes. Ich muss das nur dann regeln, wenn ich ausnahmsweise Sachverhalte einbeziehen möchte oder ausschließen möchte, für die das nicht gilt. Also ich muss zum Beispiel im Strafgesetzbuch regeln, ob ich auch Straftaten, die im Ausland begangen worden sind, verfolgen darf in Deutschland. Das muss ich regeln. Weil sich das nicht automatisch aus dem Geltungsbereich des Strafgesetzbuches ergibt. Ganz einfaches Beispiel war die Wehrpflicht in der alten Bundesrepublik. Die galt grundsätzlich für das gesamte Bundesgebiet, also alle männlichen Bürger im gesamten Bundesgebiet waren unterlagen der Wehrpflicht, aber wegen des besonderen Statuses von Berlin nicht in Berlin. Und das musste ich ausdrücklich regeln. Aber in dem Augenblick, wo ich solche Ausnahmen nicht habe, brauche ich keine Regelung. Und die meisten Gesetze haben deswegen keine Regelung, weil die gelten halt einfach überall. Ja, und damit bin ich ja eigentlich sogar relativ gut. Ich komme nämlich jetzt schon zum Schluss. Das ist ja, bin ich gut in der Zeit. Besser, als ich gedacht habe. Ja, was mir aufgefallen ist bei meinen Überlegungen, ist, dass die Argumentationsmuster in dieser Reichsbürger-Szene immer ausgesprochen formal sind. Das heißt, denen liegt die Fehlvorstellung zugrunde, dass Recht etwas Hochformales ist, dass man irgendwelche magischen Formeln sprechen muss, um irgendwelche Rechtsfolgen herbeizuführen. Tatsächlich ist Recht und insbesondere Völkerrecht, über das wir hier reden, etwas sehr Reales, das sehr die normative Kraft des Faktischen erkennt. Wir erinnern uns daran, ein Staat entsteht einfach so. Da gibt es keinen Gründungsakt, den kann es geben, muss es aber nicht geben. Also es ist dieses sehr formale Denken, es gibt keinen Friedensvertrag, also leben wir nicht im leben wir noch im Krieg. Ja? Das dem zugrunde liegt. Und das ist eine grundlegende Fehlvorstellung, die man nicht nur bei Reichsbürgern findet. Also, dass man durch irgendwelche formalen Handlungen, irgendwelche magischen Zaubersprüche, Rechtsfolgen herbeiführt, das finden wir auch in ganz harmlosen Bereichen. Ich habe neulich nochmal auf der Internetseite einer Bekannten den üblichen Disclaimer gesehen, dass das Landgericht Hamburg irgendwann mal entschieden habe, man hafte nur dann nicht für links, wenn man sich ernsthaft von dem Inhalt, der verlinkten Inhalt distanziert. Hiermit distanziere ich mich ernsthaft von sämtlichen verlinkten Inhalten.
Das ist Kokolores. Das ist aber auch so eine Zauberformel, von der die Leute glauben, ja, wenn ich die Zauberformel gesprochen habe, dann bin ich gegen Abmahnung geschützt. Nein, ist Quatsch, weil ist eben gerade die Ernsthaftigkeit nicht da. Es gibt eben keine Zauberformeln, sondern Recht geht weiter. So. Also es ist, die sehen Recht etwa als etwas sehr Formales und erkennen nicht, dass Recht ein Spiegel der Realität ist. Und wenn alle Stricke reißen und man mit solchen Formalargumentationen nicht hinkommt, dann erfinden wir auch einfach mal was. Ja? Da Paragraph 5 ZPO gestrichen, regelte den Geltungsbereich. Freie Erfindung. Ja? Ist, in der Haager Landkriegsordnung steht auf Plünderung die Todesstrafe. Freie Erfindung. Ja? Also das ist dann schon gar nicht mehr Argumentation, sondern da kann man nur sagen, ja, das ist eben, frei erfunden. So, jetzt kann ich natürlich in einem Vortrag hier und eigentlich überhaupt nicht, nicht alles abdecken. Also wir könnten uns auch noch über die Frage unterhalten, ist das Grundgesetz eine Verfassung? Und wenn ja, warum heißt es dann Grundgesetz? Oder viele Sachen, vielleicht kommt das ein oder andere auch gleich in der Frage- und Antwortrunde noch. Wenn man sich ein bisschen näher damit beschäftigen möchte, habe ich so, der letzte Satz, den habe ich noch ganz vergessen, also nochmal kurz zurückgespult. Das Ganze, diese ganze Masche ist auch noch schrecklich erfolglos. Das wollte ich jetzt an der Stelle auch nochmal sagen. Wenn es denn eine Masche ist, und bei manchen mag das auch so sein, ich will das gar nicht, ich habe ja gesagt, ich kann die Soziologie da in dem Bereich nicht beurteilen. Aber wenn es eine Masche ist, dann ist sie schrecklich erfolglos. Es hat noch kein Reichsbürger mit dieser Argumentation vor irgendeinem Gericht Erfolg gehabt und sich da erfolgreich dagegen gewehrt, dass er irgendeinen Bußgeldbescheid bezahlen muss. Und wer sich auf so einen Reichsbürger verlässt, statt auf einen vernünftigen Anwalt vor Gericht, der sollte wissen, dass das nicht gut ist. Ja? Und dass ihm das nicht am Ende nichts hilft, weil der Staat doch am längeren Hebel sitzt. Ja. Jetzt wieder vorgespult. wenn ihr ein bisschen mehr darüber wissen wollt, gibt es hervorragende Quellen. Eine ganz hervorragende Quelle, die ich empfehlen möchte, ist das Buch von Gerhard Schumacher. Der heißt nicht Gerhard Schumacher, das ist ein Pseudonym. Vorwärts in die Vergangenheit, das kann man als Buch kaufen, im JMB Verlag erschienen. Man kann es aber auch auf der Webseite sonnenstaatland.com als PDF-Datei runterladen. Das kostet dann nichts. Das ist ein exzellentes Buch, da ist noch viel, steht noch viel mehr drin und in großer Tiefe, auch juristische Fragen. Ich habe die Vermutung, ich kenne Gerhard Schumacher nicht, ich weiß auch nicht, wer sich hinter dem Pseudonym verbirgt. Ich bin es jedenfalls nicht, aber da sind offensichtlich durchaus juristische Kenntnisse vorhanden. Das kann ich also durchaus empfehlen. Wer ein bisschen weh, das Ding hat fast 500 Seiten, ja, also das ist was für die sich da wirklich sehr für interessieren. Etwas kürzer ist der kürzlich erschienene Reichsbürgerleitfaden vom Goldenen Aluhut. Der ist ein bisschen an manchen Stellen ein bisschen oberflächlicher, aber das im Wesentlichen ist der auch sehr empfehlenswert. Und wer gerne einen Fachausweis haben möchte, der kann in der Zeitschrift für Landes- und Kommunalverwaltung aus dem Jahr 2012 einen Aufsatz durchs wilde Absurdistan oder wie Reichsbürger den Fortbestand des Deutschen Reiches beweisen wollen, lesen. Also auch die juristische Fachpresse hat sich mit der Frage auseinandergesetzt. Ja, das ist soweit alles, was ich so vorbereitet habe. Vielleicht gibt es ja auch noch Ihre
favorisierte Reichsbürger-These und über die können wir dann vielleicht im Anschluss sprechen. Dankeschön. Applaus